Nächstes Jahr wird was Heftiges passieren, aber was richtig Heftiges wird passieren. Mit dem Stream wird gut, wird richtig, richtig gut. Ahoi Leute, grüßt euch, Clanwortzeit. Ja, habt ihr Bock oder was? Spielt wird einmal Kaffee und einmal Villa. Bin ich sehr, sehr gespannt drauf und vor allem sehr, sehr glücklich, dass ich hier sitze und mich zurücklehnen kann und nicht selber spielen muss. Ist unser zweiter Clanwar in unserer Geschichte. Die Jungs hier vom Family Squad bringen alle mächtig viel Liga-Erfahrung und so weiter und so fort mit. Dementsprechend wird's, glaube ich, sehr, sehr krass. Ahoi, ahoi, ahoi. Guten Abend. Und seid ihr bereit? Also für die Leute, die spielen kurz davor, und das ist die heiße Phase, ne? Also kurz bevor das Spiel losgeht. Das ist echt das Beste. Ist halt auch das Gefährliche an dem Spiel. Ne? Es ist total psychologisch. Also wenn du da schon mit einem Gefühl reingehst, ich bin heute nicht so gut in Form. Und nur wenn du es denkst und eigentlich bist, dann hast du schon eigentlich sehr viel verloren. Psychisch gesehen musst du da echt den Druck standhalten können. Wir sind ja eigentlich ein ausschließlicher Fun-Clan. Wenn wir richtig mal was erleben wollen, dann gehen wir ins Rank. Und für diejenigen, die unsere Streams kennen, wissen, dass wir selbst im Rank uns sehr außergewöhnlich verhalten, indem wir dann irgendwelche Challenges plötzlich starten, wie zum Beispiel die Ja-Sager oder die Flüster-Challenge. Ja, servus. Ahoi. Guten Abend. Ja, wir freuen uns richtig heute Abend, Marc, gegen euch zu spielen. Ihr seid ja schon richtig bekannt in der Turnierszene. Euch gibt es ja wirklich erst seit 2018, ne? Richtig. Also, man kann schon sagen, ihr seid ein reiner Turnierclan, ne? Also bei euch gibt es Training und Liga. Mehr ist da gar nicht. Für alles andere gibt es da gar keinen. Hauptsächlich, ja. Halt durch die Matches jede Woche ein DSBL-Match haben. Machen auch intern Training mit den Jungs und halt, wenn sich ein CW wirklich anbietet gegen einen anderen Clan, dann machen wir das natürlich auch. Junge, das hört sich schon langsam bedrohlich an. Jetzt kriege ich schon ein bisschen mehr Angst hier. Mein lieber Mann, na, das wird was geben heute. Ist auch, glaube ich, einfach viel so tagesformabhängig, ne? Das werdet ihr ja auch kennen. Also ich meine euch, die beiden Jungs hier vom Family Squad, also gerade auch so im Turnierbereich und sowas, ist wahrscheinlich auch die Tagesform nach wie vor, egal wie professionell man ist, immer noch ja, sehr beeinflussend darauf, wie man spielt, oder? Ja, auf jeden Fall. Wenn es läuft, dann läuft es halt. Ja, ich glaube auch, wenn man einen scheiß Tag hat, kann man noch so gut sein, noch so ein gutes Aim haben, aber dann läuft es halt einfach nicht. Ja, dann hätte ich zum Abschluss nochmal eine letzte Frage an euch. Würdet ihr uns mal verraten, wo eure Schwächen liegen? Einfach also, ohne kann man sagen. Also wir sind Fun klar, das ist unsere Schwäche. Also, wir sind da ganz offen. Also, da haben wir kein Problem mit. Also ich würde mal sagen, unsere Schwächen liegen schon so, gebe ich auch ganz offen und ehrlich zu, wenn es halt im Trupp die Teammentalität nicht da ist und so, dann bricht der Trupp komplett auseinander, ne? Also Ja. wenn da zwei, drei Leute dagegen schießen, dann ist es einfach vorbei und so. Also da sollten die Jungs sich schon zusammenreißen und auch gucken, dass sie da wirklich zusammen spielen. Natürlich auch euer Trupp, sodass da halt wirklich auch intern im Trupp so alles passt. Ja, dann würde ich sagen, klasse und vielen Dank, dass ihr hier wart. Und Ja. Wäre klasse, wenn wir uns vielleicht nachher nochmal nach dem Spiel nochmal kurz eine kleine Nachbesprechung machen, wenn ihr nichts Na dagegen hättet. Würde klar. uns sehr freuen. Ach, klasse. Ja. Sehr Dann schön. würde ich sagen, werden wir jetzt euch erstmal 2x7-0 abratzen und dann reden wir. Ja, auf ein gutes Match. Ich Viel hätte die Spaß. Logos vertauscht. Ist das auf ein Wichtigste. gutes Spiel. Jo, Und wir euch hören uns auch. später. Und dann Und nicht später. spawnen. Und Jo, nicht spawnen ciao, ciao. fliegen. Nein, Spawn. Also Mike, ich glaube, du hast den Jungs schon mal richtig Angst eingeflößt jetzt. Nein, der Jungs war super, absolut, muss ich ganz ehrlich sagen. Mega Total sympathisch, nett. ja. Es wird richtig spannend und ich sehe auch, alle Haken sind da. Ich denke, damit können wir beginnen. Da kommt der Push, oh, er lässt sich nicht pushen. Stark dagegen gehalten. Ui. Von Cyber. Schön gemacht. Maverick da. Oh Oh, wir ja. sind schon alle sehr, sehr close. Sehr, sehr close bei B. Kuni nimmt Detox raus. Noch 10 Sekunden gleich. 2 gegen 1 Situation. 1 gegen 1. Oh. Aber er verteidigt. Gucken wir mal ein bisschen auf den Aufbau. Der Lord stellt sich hier an das Fenster im Schlafzimmer. Mal sehen, ob er so einen rausgeholt Oh, kriegt. Vielleicht jetzt oh, nicht das das Schlauste, ist direkt ja. am Anfang hinzustellen, aber. Interessanter Spot auf jeden Fall, habe ich so auch noch nicht Ja, auf gesehen. jeden Fall. Auf Oh, da jeden nimmt er den Fall. ersten Doppelschuss. Ja. Oh. Und er hat ihn sogar fast runtergeschossen, die Sophia. Ach, du liebst.
Das habe ich auch noch nicht gesehen. Oh, der läuft, was macht denn der Treffnixer auch? Der sieht doch, dass er da steht und er läuft auch noch genau rein hier in den Tachanka. Safe Call werde ich im nächsten Rank-Match auch so machen. Danke an Jungs von Family Squad. Geht jetzt in den Push über, aber kriegt den nicht runtergeschossen. Ja, schön gespielt vom Family Squad. Was ich so auffallend finde, ist, dass sie sich auch sehr gut gegenseitig supporten. Also sind eigentlich fast immer zu zweit und halten sich gegenseitig den Rücken frei. Bandit lauert hier schon auf dem Spawn-Kill. Guckt aber in die falsche Richtung. Kumi ist hinter ihm. Jetzt hat er ihn gesehen. Und er wird rausgenommen. Oh, ja, der hat auch. Das ist ein richtig starker Junge. Okay, 1 gegen 1. Er versucht den Plant, angetäuscht. Oh mein Gott, also die kam natürlich goldrichtig. Chanka wird wieder ausgewählt. Zücke meinen Notizblock, vielleicht kann ich noch einen Spot lernen. Das wäre ja die Höhe, wenn das zweimal hintereinander klappen würde. Jetzt wird er rausgenommen. Sigo Boss nimmt den Plant. Das ist jetzt natürlich schwierig, jetzt bin ich gespannt. Nein, da kommt er nicht durch. Besser aus, jetzt steht man irgendwie dichter, man steht näher beieinander, man unterstützt sich gegenseitig ein bisschen mehr. 5 gegen 1 und schon kann sich das wenden. Ist das natürlich taktisch clever, sich da an das Fenster zu hängen. Oh, unlucky. Hat aber Nerven gehabt. Oh, jetzt hier fast der Teamkill. Gehört ja inzwischen auch fast dazu bei uns im Clan. Jetzt wurde er getront, sie wissen, wo er ist. Jetzt kriegt er von links und rechts Druck. Sigo Boss versucht den Plant. Und wir haben ein 3 zu 3. Wer hätte es gedacht? Unglaublich. Ich habe den Aufbau noch nicht so ganz durchschaut. IQ geht jetzt durch den Keller nochmal rein. Könnte für Puls gefährlich werden, dass IQ jetzt nochmal von unten kommt. Ja, und da wird er rausgenommen. Ja, ist schon ein bisschen eine Leerstunde. Oh, Sigo Boss nimmt No Brain raus. Und sein Mate ist ganz oben jetzt. Droht nochmal. Ui. Hat die Cam natürlich jetzt gut hingestellt, dass seine Mates ihn callen können, wenn defused wird. Was jetzt auch der Fall ist. Jetzt bin ich gespannt. Jetzt wird entschärft. Jetzt müsste er reagieren. Macht er? Ja. Das ist natürlich sehr, sehr stark. Also sehr, sehr spannend. Matchball für Doc5. 6 zu 4. Wird von Kuni rausgenommen, der jetzt zurückrotiert. Der war eben noch unten, jetzt steht er schon wieder da. Oh. Sehr, sehr gut gemacht. Huch, was ist da denn los? Ich weiß nicht, ob er als Hobby irgendwie hier Naturfotograf ist und die Vögel irgendwie filmt. Gut, ja, ich würde sagen, Doc5 gewinnt das erste Spiel. Ja, ich bin immer noch ein bisschen erstaunt, muss ich sagen, was wir eben gesehen haben. Ich dachte erst, ja gut, 1-0, 2-0, 3-0 für den Family Squad, gut. Der Family Squad wechselt nochmal durch. Wir schnacken gar nicht lange weiter und gehen rein in Match Nummer 2. Ist französisch und heißt 2. Let's go. Überrascht mich immer wieder. Oh ja, das ist richtig gut. Kommt der Jäger zurückrotiert, wird aber rausgenommen vom Sigo Boss. Links hat er den nächsten. Oh, was für ein Shootout. Oh, was macht denn der Joker da? Der pusht schon, ist schon drin. Da hat der Doc jetzt aber gar nicht mit gerechnet. 2 gegen 1. Joker wird rausgenommen. 1 gegen 1. Kuni gegen Maestro. Und Kuni nimmt ihn raus. Oh, er schafft es, ihn rauszunehmen. Jetzt muss er planten. Kommt auf Nachladen zuerst. Schafft es jetzt doch noch zu planten. Kite hat das natürlich mitgekriegt. Ja. Sigo Boss wird hier rausgenommen. Oh, sehr gutes C4. Wenn ich das richtig sehe, gibt es jetzt ein großes Problem. Nämlich, dass der Diffuser noch auf dem Dach liegt. Hier liegt das Objekt der Begierde. Und alle sind woanders unterwegs. Und haben nicht mehr viel Zeit. Jetzt bin ich mal gespannt. 20 Sekunden. Geht eigentlich nur noch um Push. 2 gegen 2.
10 Sekunden. Jetzt muss man eigentlich auf Kills gehen. Diffuser kommt man nicht mehr dran. Ja. Obwohl man schon im Raum ist. Nee. Schade. 2 gegen 1. Jetzt muss man den letzten noch irgendwie kriegen. Aber der wird sich wahrscheinlich nicht mehr zeigen. Doch. Den haben sie einfach oben abgelegt. Vergessen, ja. Wir ziehen das mal. Vergessen ist gut. Ja. Hat jemand den Diffuser mitnehmen? Was ist ein Diffuser? Kann das mal jemand erklären? Ich dachte, du jetzt mitgenommen. Die Nate könnte gut kommen. Ja. Sehr, sehr gut. Aber die Mira weiß, dass er da ist. Oh, was war das denn? Was war das denn? Guck dir das an! Jetzt hat man sich den Termiter zugerufen. Jetzt wird versucht, die Wand wahrscheinlich hier aufzumachen. Jawohl. Batterien, das Controller sind beinahe näher. Ganz leer, war ein ganz schlechtes Teil. Zigo hält dagegen. Der nächste liegt, das wird schwierig, der Blend kommt. Es kommt wirklich in jeder Runde bis jetzt auf die letzten 30 Sekunden an. Ja, ja, hier wird jede Runde voll ausgekostet bis zur letzten Sekunde. Ich weiß noch nicht, ob der Puls das auch weiß, dass ihm da jemand auf den Fersen ist. Jetzt wird er gepusht. Kann aber gerade noch so durchziehen. Aber wird dann von der Seite weggeflankt. Hm. Oh, stark gegengehalten. Gut aus. Und da ist so eine 1 gegen 4. Oh, starke Runde hier. Ja. Das ging schnell, das ging einfach. Da sind sie durch, wie das heiße Messer durch die Butter. Schön gemacht. Ja, es geht hier ganz nach oben. Und Sophia nach ganz unten. Oh ja, die Frostfalle hat er gesehen. Und eine Family Squad baut vertikal auf. Dropper werden hier aufgemacht. Oh, schöner Wallbang. 1 gegen 4, das wird jetzt natürlich ganz, ganz schwer. Oh, war gut drauf. Jetzt kommt gleich der nächste gepusht. Ja, das ist natürlich schwierig und gut gespielt. Der Family Squad macht es halt so, dass sie sowohl von ganz oben als auch ganz unten aufbauen und dann quasi immer weiter zuziehen. Und da fehlt den Docks noch so ein bisschen eine Antwort gegen. Ja, guck dir das an. Die sind alle ganz oben noch unterwegs. Und arbeiten sich quasi von Stockwerk zu Stockwerk. Schön gemacht. Damit hat man noch 2 Spieler jetzt on spot, während der Family Squad sich jetzt ins Erdgeschoss vorgearbeitet hat. Thatcher bleibt oben, spielt weiter vertikal. 1 gegen 1, 5 Sekunden. Das wird jetzt spannend. Plant kommt. Das hat er gehört, ja. Matchball, 6 zu 4. Was müsste man jetzt so tun, Jasmin, wenn man jetzt in so einer Situation ist wie der Family Squad? Du weißt, okay, das ist das Matchspiel. Unbedingt die Stairs halten. Sie kann. Sophia kann so schnell über die Stairs. Kommt jetzt über weit hoch. Bin ich gespannt, ob man darauf vorbereitet ist. Scheinbar nicht, nee. Geht aber gegen. 1 gegen 1. Der Sigo-Boss holt gleich 2 Leute hier raus gerade. Und jetzt ist 1 gegen 1, 50 Sekunden. Jetzt wird er nochmal getrackt. Wird hier mit allen schmutzigen Mitteln gekämpft. 15 Sekunden. Family Squad muss ihn holen, sonst ist es vorbei. Und er schafft es nicht. Er hat keine Chance. Doc 5 holt auch das zweite Spiel. Stark von dir. Sehr schöne Runden gesehen. Sehr schöne Spielzüge gesehen. Ich meine, dafür haben sie ihr, fand ich schön zu sehen heute auch in beiden Matches von D5, aber auch von Family Squad, wie man auch die Spielweise dann ändert und sich anpasst. Mhm. Family Squad hat nochmal richtig schön aufgeholt eigentlich und hatte dann in diesen Momenten, in den letzten Sekunden beim Plant wirklich immer irgendwie Pech, beziehungsweise war D5 einfach besser. Hat auf jeden Fall Bock gemacht. Hallöchen. Servus. Hallöchen. Servus. Schön. Erstmal GG an euch. Danke. Ja, zurück. Woran hat es gelegen? Woran hat es gelegen? Kann man da jetzt fragen? Woran hat es gelegen? Kann ich euch echt nicht sagen. Ihr habt sauber gespielt. Also ihr solltet auch mal DSBL oder ESL angreifen. Wenn ihr nur so als Hobby-Clan unterwegs seid, dann würde ich euch echt empfehlen, geht auf die E-Sport-Reihe zu. So, da könnt ihr schon echt was reißen. Also echt großes Lob an euch. Ich muss sagen, ich habe sehr großen Druck auf meine Jungs gehabt, auf Willem. Und dann dachte ich mir so, ja Jungs, ey, ihr könntet jetzt nicht verkacken. Ich dachte mir so, denn, also, 3-0 war, ich habe mich ziemlich gefreut, aber das Problem war, dass sie dann
die Konzentration verloren haben, okay, zu viel overpeaked haben und halt so dachten, ja easy. Da uns natürlich direkt eine Schelle gegeben, dass das nicht so geht und dann erst wirklich am Ende wirklich wieder eingekriegt und dann war eh schon das Game vorbei. Ja, ich dachte erst, ihr habt ja wirklich losgelegt wie die Feuerwehr. Da stand es ja irgendwie ganz schnell 2-0, 3-0. Dann dieser epische Spawn-Peak mit der Chanka, der auch noch geklappt hat. Ja. Da dachte ich mir schon, Junge, was ist denn hier los? Ja, vor allem sehr sauber. Also spannend von beiden Seiten. Es war super. Cool, ja. Ja, Männer. Ja, dann. Dann danke ich euch. Ja, für auch. Für das schöne Spiel. Großen Spaß gemacht. Hören wir uns bald wieder. Ich sag mal, wenn man von so einem Clan gesagt kriegt, oder gefragt kriegt, warum wir noch nicht DSBL gespielt haben oder warum wir das noch lange nicht gemacht haben. Ich meine, was willst denn du für ein schönes Kompliment kriegen? Ja, das ist echt heftig. Tatsächlich, das ist so. Also ein besseres Kompliment in Rainbow kannst du eigentlich nicht bekommen. Aber, liebe Zuschauer, wir werden es nicht tun. Doch, ein Clan wird sich im Entertainment stärker machen. Wir haben ab nächstes Jahr schon unser neues Projekt. 24.12. YouTube-Kanal. Richtig. Wisst ihr, wovon wir reden. Unbedingt reinschauen. Und natürlich haben wir ja auch schon dann unser 24-Stunden-Event. Das haben wir auch schon im Februar. Da steht auch schon fest, 15. und 16. Februar. Es wird auch ein mega geiles Event. Ich würde sagen, vielen, vielen Dank fürs Zugucken. Ja, wir sehen uns nächste Woche wieder im gewöhnlichen Stream. Gewöhnlich kann man bei uns ja eigentlich nicht sagen. Grüße nochmal an Family Squad. Macht's gut. Ciao. Vielen Dank. Thank you.